Wir befinden uns hier im ACS in Attendorn im Automotive Center Südwestfalen. Wir sind gegründet worden vor 10 Jahren und Ziel und Idee vom ACS ist eben, dass man Projekte gemeinschaftlich erarbeitet und damit Entwicklungskapazitäten bündelt, sowohl auf Prozessseite als auch was auf Bauteilentwicklungsseite an. Mit IFM sind wir schon länger in Kontakt gewesen, mit dem Ziel, unsere Presse sensorisch weiter aufzurüsten und für unsere Anliegen und unsere Ansprüche entsprechend weiter fit zu machen. Es ist so, dass wir in der Regel keinen Serienbetrieb hier haben, sondern tatsächlich wenige Hübe, Kleinserien, Prototypenläufe haben. Und da hat uns bislang teilweise die Sensorik gefehlt, um jeden einzelnen Hub für sich genommen zu analysieren und zu bewerten. Wir haben die Presse in verschiedene Module aufgeteilt. SmartStamp ist ein Modul aus 11 Modulen für eine Presse. Wir haben zum Beispiel die Hydraulik, Schmiermittelüberwachung, Druckluftüberwachung, Hauptantrieb, sowohl Servoantriebe, Hydraulikantriebe oder auch konventionelle Antriebe der Presse. Und ich kann mir in Moneo jedes einzelne Modul für die Presse, wie ich es tatsächlich in meinem Unternehmen brauche, integrieren, um dann meine Analyse für die gesamte Presse zu machen. SmartStamp reagiert innerhalb von 2 Millisekunden. Gerade in dem kritischen Bereich des Werkzeugs kann ich mit einer sehr hohen Auflösung genau sehen, an welcher Stelle ich ein Problem im Werkzeug habe oder mit dem Material habe. Und diese Werte geben wir dann an Moneo weiter, um dann dort eine Langzeitauswertung zu machen über die gesamte Produktionszeit. Ja, die Moneo-Daten bestechen natürlich erstmal dadurch, dass ich die von jedem einzelnen Arbeitsplatz aufrufen kann. Ich kann mir meine Grenzwerte definieren und kann auf Überschreitung der Grenzwerte wirklich in Echtzeit reagieren. So haben wir die Möglichkeit, unmittelbar einen Pressenstopp zu veranlassen oder tatsächlich zu prüfen, woher diese Anomalie kommt. Zukünftig möchten wir die Zusammenarbeit mit IFM eben weiter ausbauen und möchten da eben auch die Gelegenheit geben, hier an der Presse die Systeme, wie sie bei uns im Betrieb sind und wie sie potenziell eben im Betrieb genutzt werden können, zu erproben bzw. sich anzuschauen. Zu der Betreuung und der Zusammenarbeit kann ich nur Positives sagen. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und haben dann gemeinsam mit IFM die Inbetriebnahme hier vor Ort durchgeführt und sind da auf sehr großes Verständnis und sehr großes Entgegenkommen gestoßen, sodass wir da sehr präzise die Software auch nochmal anpassen konnten auf unsere Wünsche.